Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Part von Game of Tycoon. Das ist im letzten Part sind wir stehen geblieben, haben gerade, müssen die 100 erreichen für halt ein paar Sachen aufzufinden. Beziehungsweise ich finde hier ein bisschen Auftragsarbeit. Okay, das war jetzt nicht so ein Riesenerfolg, das für Hanzo 3. Naja. Auftragsarbeit. Sondern ich gleich die 100 Forschungspunkte erreiche. Solche Auftragsarbeiten sind ja irgendwie kein Thema für meine Leute. Das schaffen die ja sehr, sehr locker, wie man das sieht. Da sind auch schon die 100 erreicht. Forschung. Perfekt. Und gleich muss ich mein neues Spiel entwickeln. Oh, verdammt. Könnte ein Problem werden. Weil ich, ja, ich schaffe es, kein Spiel mehr zu entwickeln für die, Oh. Sehr geehrter Krise. Wir, die globale Spieleentwickler-Zunft, würde sie gerne zu unserem speziellen Preisverleihungs. Wir würden uns für ihre Kommen freuen. Hinweis: Das Spiel endet Ende des Jahres. Scheiße. Okay, dann entwickeln wir heute jetzt mal die letzte Engine. Das sind einmal, gut, hier sind selbstlernende KI, genau. Promethean Kronensprecher. Erweiterte Physik. Das war's schon. Gut, das macht mich irgendwie traurig, das Spiel, das ja endet, aber irgendwas, alles Gute muss auch ein Ende finden. Weil das zum Beispiel, das Spiel macht mir super viel Spaß. Wie geht das nochmal? Wie kann man ein Herz machen? Egal. So. Liebe und so. Ein großer Messestand. Auch wenn mir das nichts bringt, einen großen Messestand zu haben. Ja, ich glaube, ich werde trotzdem ein paar Zuschauer bekommen, die auf einen Messestand gehen. Die Frage ist, was ist mit der Preisverleihung gemeint? Alte Spieler-Engine, ich verkaufe ich gerne. Verschenken. Gerne, immer wirklich. Alte Spieler-Engine. Unsere Fans mögen uns schön. Vier Hanzo, 3. Traurig, ich werde wirklich. Ich werde. Ja, das ist verrückt. Mit einem Spiel. Gut. Neuen Themen. Das macht mich ja traurig, das Spiel endet. Also. Hier. Wusste mal schön durch. So haben wir alles an Themen erreicht, die man hätte erreichen können in diesem Spiel. Ist ja wunderbar. Gut. Ein neues Spiel entwickeln. Beziehungsweise eine Fortsetzung entwickeln. Und da ich ein Tribut Spiel 3352. Ein großes für alle Militär Action Abenteuer. Plattform, die das Spiele enden, Game of Tycoon.
mit der Spielerin dem Spiel ein bisschen Liebe gezollt. Ich glaube, das dürfte so gut sein. Marketing. Hype riesig. Das ist nur noch mich grad ganz traurig. Hallo. Akzeptieren. Was soll ich mir entscheiden? Okay, gut. Wir nähern uns an Ende. Dialoge runter, künstliche Intelligenz, so. Das ist wunderbar. Aber es kommt ganz schön gelegen, dass das Spiel endet. Weil ich habe noch ein paar viele Spiele auf Lager, die ich jetzt playen möchte. Zurzeit sind jetzt die Game of Tycoon, Wildlife Park 2, Tumor Anniversary. Warte. Wird dann so Sound. Was Neues? Nee. Tomb Raider Anniversary, was noch, Wildlife Park, Tomb Raider Anniversary, Game of Tycoon, Smites und manchmal noch Paladins, was, ich werde nicht mit Paladins, so, die globale Spieleentwickler Zukunft hat Krise, Geschäftsführer von Kreatopia mit einer Auszeichnung für ein Lebenswerk in der Spielebranche geehrt. Krise hat während einer 35-jährigen hervorragende Karriere bei Kreatopia viele wegweisende Spiele entwickelt. Das Unternehmen ist zurzeit bekannt durch Falling Toten. Herzlichen Glückwunsch, du hast Game Dev Tycoon durchgespielt. Wir werden nun deinen endgültigen Punktestand berechnen und dir ein paar Statistiken zeigen. Natürlich kannst du das Spiel im Anschluss fortsetzen. Am wenigsten Profit. Fair Dungeon, minus 3 Millionen. Meistgenutztes Thema, statt Fantasy. Meistgenutzten Genre, Simulator 18. Ich warte erstmal, bis die ganzen Themen durch sind. AAA-Spiele. Spiel Game of Tycoon durch. Ich hätte eine eigene Konsole entwickeln können. Wie kann ich eine eigene Konsole entwickeln? Egal. Erstmal kurz das Thumbnail machen. So. Am wenigsten Profit war Fair Dungeon. Minus 3 Millionen. Meistgenutztes Thema: Stadt und Fantasy. 6 Mal. Meistgenutztes Genre: Simulator. 18 Mal. Erforschte Themen: 49. Abgeschlossene Forschung: 65. Designpunkte generiert: 4.184. Technologische Punkte, ja, generiert. 8.690. Kleine Spiele, 12. Mittlere Spiele, 13. Große Spiele, 20. AAA-Spiele, 0. Gute Spiele, 18. Top-Hits, 10. Ganze Publisher, 1.
selbst veröffentlichte Spiele 44. Bestes, bester Falling Toten mit 17,4 Millionen Stück verkauft. Fans 1,4 Millionen. Geld 617,4 Millionen. Eine Konsole 0. Schließen. Herzlichen Glückwunsch, dass du Game Dev Tycoon abgeschlossen hast. Und danke fürs Spielen. Wenn du Spaß an unserem kleinen Spiel hattest, dann empfehle es doch weiter deinen Freunden. Wenn du möchtest, kannst du weiterspielen. Beachte allerdings, dass keine neuen Plattformen veröffentlicht werden und es auch keine weiteren Story-Elemente gibt. Ich entwickle das Spiel kurz zu Ende und dann möchte ich wissen, wie ich eine eigene Konsole entwickeln kann. Bitte. Es ist für Nini okay. Würde gerne eine eigene Konsole entwickeln. Ups, ein Bug drin, scheiße. Gut. Gut. Legende. Erreiche mit einem Charakter Level 10. Oh. Gut. Geht erstmal alle in Urlaub. Urlaub, Urlaub, Urlaub. Spielwertung. Oh, super. 8, sehr gut. Wunderschön. Gutes Spiel. Und ich mag es. Urlaub, Urlaub, Urlaub. Publisher finden, Mitarbeiterliste, Spiele, Auftragsort finden, eigene Engine erstellen. Wie kann ich meine eigene Konsole erstellen? Heißt du Erfolge? Erstmal Erfolge. Dann gehen wir durch. Gut, das Unterhaltungsvermögen. Es ist. Hier rutschen. Perfektes Spiel. Veröffentliche ein Spiel mit der perfekten Szenebewertung. Supporter. Unterstütze einen junges Startup-Unternehmen. Kaufe das Spiel. Oh! Beschäftigen männliche und weibliche Mitarbeiter. Okay. Beschäftige eine Elf. Hektiv. Finde mindestens eines der Easter Eggs im Spiel. Ist ein Easter Egg. Ist Cola. Wie kann ich denn ein Easter Egg finden? Also, oder vielleicht ist er. Ist auch egal. Ja. Da ist nichts. Da ist bestimmt auch noch was. Da ist noch irgendwas. Irgendwo. Kann ich Wasser machen? Eine Pflanze vielleicht. Mach große Menschen, ist mir egal. Mit der Maustaste. Irgendwo, irgendwas. Hier. Irgendwo. Okay, gut. Warte mal, Folge. Innerhalb des Spiels entwickle das Spiel innerhalb des Spiels. Wähle einen inspirierten Firmennamen. Okay, gut. Veröffentliche ein erfolgreiches Spiel in jedem der 5 Hauptgenres. Iss einen Kuchen. Bring die roten Fässer groß raus und echt. Ist ein Kuchen, was soll mir das bringen? Ein Kuchen essen. Okay, gut. Ja, ich sehe schon. Können wir das mit einem perfekten Ergebnis abschließen? Ja,
können wir. Und gut. Noch irgendwo etwas Hilfe. Das brauche ich ja nicht. Einstellung. Hier irgendwas versteckt. Deutsch. Tipps. Musik ein, Soundeffekte ein, Lautstärke. Egal. Highscore. Kritopia. Ich sehe schon. Da ist eins. Bei Green Heart Games. Okay. Green Heart Games. Geiles Entwicklerstudio. Dann würde ich mal sagen: Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Part von Game Dev. Letzte Part von Game Dev Tycoon. Ups. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum letzten Part. Schaut euch irgendwelche anderen Let's Plays an, sonst komme ich hier irgendwie nicht weiter. Dankeschön fürs Zuschauen von diesem Let's Play. Hier irgendwo seht ihr eine Verlinkung vom Let's Play oder so. Dann ciao. Bye. 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 Bye.